Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Rienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Mit Kollege Mr. T immer mit dabei als Maskottchen. Heute zum Thema: Wie nehme ich am besten Gewicht zu? Wie baue ich am besten Masse auf? Oftmals eben eine ganz, ganz wichtige und dringende Frage für alle Einsteiger ins Krafttraining. Die meisten assoziieren natürlich ganz klar die Gewichtszunahme mit dem Fitnessstudio. Das heißt, ich muss natürlich hier ordentlich trainieren gehen, ordentlich Leistung abliefern, mit großen Gewichten arbeiten, häufig trainieren gehen. Das ist so immer der erste Punkt, den die meisten natürlich in Angriff nehmen. Leider ist das nicht das Wichtigste, sondern grundsätzlich ist es wichtig, natürlich hier genau in diesem Punkt, an diesem Aspekt darüber nachzudenken, wie schaut es aus mit der Nährstoffzufuhr, wie schaut es aus mit der Menge der Nährstoffe, wie schaut es aus mit der Art der Nährstoffe, die ich zuführe. In meinen Beratungen, beziehungsweise auch dann, wenn ich mal in meinem Shop, wenn meine Mitarbeiter nicht da sind, ich Nahrungsergänzungen verkaufe, stelle ich immer wieder fest, dass die meisten, selbst Anfänger, sich natürlich schon viele Gedanken gemacht haben über die Art des Trainings, was man trainiert, wie oft man trainieren sollte. Aber im Bereich der Ernährung ist es meistens so, dass nicht mal die grundlegendsten Infos vorhanden sind, das grundlegende Wissen überhaupt nicht da ist. Und das passt natürlich dann in dem Moment überhaupt nicht mit dem Vorhaben zusammen, gesund, aktive Muskelmasse aufzubauen. Ich lerne natürlich auch einige kennen, die sagen, ja, ich habe schon Gewicht zugenommen, hin und her. Und dann machen wir dann nochmal so ein kurzes Gespräch über das, was sie da gegessen haben. Und vergleicht dann das im optischen Erscheinungsbild, dann haben sie tatsächlich zugenommen. Aber der größte Anteil hat mit einer aktiven Muskelmasse nichts zu tun, sondern es ist oftmals auch Fettmasse und oftmals auch eben einen wesentlich höheren Wasserwert im Körper. Aber wie gesagt, die aktive Muskelmasse, die bleibt auf der Strecke. Parameter, Training war gar nicht schlecht, wobei natürlich auch hier Fehler oftmals gemacht werden. Aber war nicht schlecht. Aber was man dann hört, wenn es um die Ernährung geht, wenn ich es anspreche, sieht man, dass die wenigsten wissen, was sie essen müssen, welche Menge sie es essen müssen und was eben grundlegend im Bereich der Ernährung beachtet werden muss. Grundsätzlich ist schon mal ganz wichtig für jeden, dass ihr natürlich einmal euch regelmäßig mit Nährstoffen versorgt. Das bedeutet also nicht morgens aufstehen und sagen, hurra, der Tag beginnt, jetzt gehe ich mal ins Geschäft und irgendwann zwischen 9 und 10 Uhr esse ich eine Butterbrezel und irgendwann zwischen 12 und zwischen 1:30 werde ich irgendwann mal irgendwo was essen und abends werde ich dann schon irgendwas finden, was im Kühlschrank rumliegt, sodass ich gesättigt bin. So funktioniert es nicht. Man muss natürlich, was die Priorität anbetrifft, was die Gewichtung anbetrifft, exakt den gleichen Wert darauf legen wie im Bereich des Trainings. Das heißt, dass man natürlich morgens nach dem Aufstehen innerhalb der ersten Stunde, ersten eineinhalb Stunden auch mal ein vollständiges Frühstück zu sich nimmt, wo man natürlich auch entsprechend die relevanten Nährstoffe zuführt, wie Proteine, wie auch ein Anteil Fett und wie auch gesunde Kohlenhydrate. Das können morgens belegte Vollkornbrote sein, das kann morgens ein Müsli sein, das kann morgens ein Omelette sein, das kann morgens Obst mit Joghurt, mit Quark sein, da gibt es ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten. Es sollte so wenig wie möglich Verpacktes sein, so wenig wie möglich Fastfood, so wenig wie möglich industrialisierte Dinge, also wie Popcorn, Schokopops, wie Nutella, solche Sachen sind nicht dafür ausgelegt, gesundes, aktives Gewicht aufzubauen, eine gesunde, schöne Muskelmasse. Das sind nur Dinge, die schmecken. Dann sollte man darauf achten, dass man auch ein ausgewogenes Mittagessen hat. Das heißt, ein Mittagessen, ich kann mir was vorbereiten, ich kann mir eine Kühlbox mitnehmen, kann da eben letztendlich mir belegte Brote reinmachen mit Schinken drauf, mit magerem Käse, mit Hüttenkäse drauf. Ich habe die Möglichkeit, mir einen Vollkornnudelsalat zu machen, einen Reissalat zu machen. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Das kann ich in eine Kühltasche packen. Ich kann abends dann mir entsprechend auch schon mal Gedanken, was esse ich heute Abend, wo soll es hingehen, esse ich heute Abend ein Eiomelett, esse ich heute Abend Fisch, esse ich heute Abend Rinderfleisch, esse ich heute Abend ein Hähnchenfleisch, esse ich heute Abend was Vegetarisches. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Aber ich sollte da schon auch ein bisschen Plan haben und nicht blauäugig in den Tag reinleben und natürlich hoffen, dass hier alles von alleine geschieht. Ganz klar ist natürlich das mit einem gewissen Aufwand verbunden, einem gewissen zeitlichen Aufwand, den ich niemals als Last bewerten darf, sondern Zähneputzen, Haare kämmen, anziehen,
machen wir alles freiwillig, finden wir alles in Ordnung und ist auch ganz logisch, machen wir auch bis auf ein paar wenige. Und genau das Gleiche muss auch im Essverhalten sein. Ihr müsst dem Essen mehr Priorität geben. Mittagessen muss eben immer, wenn möglich, zum gewissen Zeitpunkt kommen. Einfach sagen, ich esse heute Mittag was und dann gibt es nichts, dann gibt es erst abends wieder was zu essen, dann gibt es zu spät was zu essen, dann isst man in der Regel, wenn man so lange nichts gegessen hat, natürlich auch Dinge, die man nicht essen soll. Das macht keinen Sinn. Vollwertige Lebensmittel, das heißt im Bereich der Proteine, Magerjoghurt, Magerquark, mageren Käse, mageren Schinken. Was haben wir noch? Wir haben natürlich Fleisch in alle Varianten. Hähnchenfleisch, Rinderfleisch, Straußenfleisch, alles was Fleisch ist. Und wir haben natürlich Fisch in alle Richtungen. Für jeden, der sehr viel Fleisch isst, ganz gute Alternative, auch mal ein bisschen mehr Fisch zu essen, auch wegen der Omega-3-Fettsäuren, um ein besseres Verhältnis hinzukriegen. Dann haben wir, klar, man kann natürlich auch mit dem Proteinkonzentrat arbeiten, ein bisschen zuführen, aber eben Proteinkonzentrat bleibt eine Nahrungsergänzung, kein Nahrungsersatz. Dann kommen natürlich die Kohlenhydratträger. Die Kohlenhydratträger sollten so natürlich wie möglich sein, das heißt Vollkornbrot, gutes Vollkornbrot ohne Zucker drin. Es können Vollkornnudeln sein, es kann Vollkornreis sein, es kann Quinoa sein, kommt aus Südamerika. Alles Kohlenhydrate, Energiespender, die natürlich so naturbelassen sind wie möglich. Vorsicht, wenn ihr natürlich nur Fastfood gewöhnt war und natürlich nur raffinerierte Produkte und industrialisierte Produkte, müsst ihr am Anfang ein bisschen aufpassen mit Vollkornprodukten, weil euer Darm ist natürlich brach, der liegt brach, der funktioniert immer so, wie er funktionieren sollte, ist eher eine Kloake wie ein Darm, so müsst ihr euch langsam Step by Step umstellen. Dann haben wir noch die Fettträger, Fett natürlich klar, ein Anteil tierisches Fett, was im Fleisch sein kann, ein Anteil pflanzliches Fett, was in den kaltgepressten Ölen drin sein, kaltgepresst natives Olivenöl, ein kaltgepresstes Leinöl zum Beispiel, das sind alles Sachen, die man natürlich in seinen Speiseplan mit einpacken kann. Gemüse, wo natürlich ballaststoffreich sind, in allen Varianten, Salat in allen Varianten, das sind alles Dinge, die sollten natürlich in eurem Ernährungsplan Einzug halten. Es sollte schon so sein, dass natürlich abends mal der Teller auch etwas grün ist und auch mittags mal etwas grün ist. Es kann auch Rohkostgemüse sein, wie Tomate, Gurke, Paprika. So alles, was draußen in der Sonne wächst, hat einen großen Vorteil. Und Obst auch natürlich, Obst ganz klar, aber natürlich nur erntereifes Obst, natürlich nur, wenn es geht, regionales Obst, weil alles andere ist oft fraglich, ob das noch drin ist, was drin sein sollte, weil viele gehen her und sagen, ich esse Obst wegen den Vitaminen. Ist manchmal fraglich, ob die wirklich noch so vitaminreich sind, wenn sie früh geerntet wurden, vor Sonnenreife und dann irgendwo im Lagerhall liegen. Da ist manchmal schon ganz gut, eher frisches Gemüse oder schockgefrorenes Gemüse aus der Tiefkühltruhe zu essen. Da haben wir natürlich auch einen sehr guten Vitaminlieferanten und natürlich auch einen sehr guten Mineralstoffspender, Spurenelement und natürlich pflanzliche Sekundärstoffe, die ganz wichtig sind. Ja, das wäre so ein breites Spektrum. Immer den Fokus natürlich, so weit wie möglich, nicht industrialisiert, nicht abgepackt, nicht konserviert, nicht mit Farbstoffen versaut, ist natürlich mit einem etwas größeren Zeitaufwand verbunden, weil man natürlich in der Küche arbeiten muss, aber ganz klar, man hat seinen Vorteil davon, weil man sich gesund, so weit wie möglich gesund ernährt. Also für alle Zunahmewilligen, ihr habt natürlich auch eben im Bereich regelmäßig essen, wie viel man essen muss. Darf man nicht vergessen, es ist natürlich immer wieder ein Typ abhängig. Es gibt natürlich viele Menschen, die sehr schlank sind, zum Beispiel zunehmen möchten. Es gibt Menschen, die schon ein bisschen Muskulatur haben, zunehmen möchten. Es gibt schon Menschen, die natürlich etwas kräftiger sind und auch Muskulatur zunehmen möchten. Das ist natürlich immer wieder auch eine individuelle Aussage, weil jeder Mensch hat einen unterschiedlichen Bedarf an Nährstoffen, eine unterschiedliche Menge, was natürlich auch abhängig ist von der Muskelmasse und vom Grundtyp, vom Berufsbild. Und da sollte man auch ein Stückchen Rücksicht nehmen. Aber was ganz gut ist, ist so ein regelmäßiges Essverhalten zu gleichen Zeiten, 3 Mahlzeiten am Tag. Biorhythmisches Essen, zum Beispiel auch für den Zunahmewilligen, auch mal eben Formtraining nochmal, Energielieferanten eine Stunde vorher, leicht verdauliche Energielieferanten, was Obst sein könnte, unmittelbar nach dem Training, einmal ein Protein, kann Whey-Protein sein, Nahrungsergänzung mit Obst dabei, da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten. Aber wie gesagt, der Weg geht durch die Küche. Und der Weg geht natürlich auch über eine gewisse Kontinuität. Regelmäßig, zur gleichen Zeit,
entsprechend gute Nährstoffe zuführen. Das war's schon. Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, alias Mr. T, zum Thema Gewichtszunahme, wie baue ich Masse auf? Bitte. Das waren jetzt alles schon recht pauschale Aussagen. Das waren die Grundlinien. Spezifisch funktioniert jeder Mensch ein Stückchen anders und braucht unterschiedliche Energiemengen. Solche Sachen kann man nur bei einer typbezogenen Beratung machen, bei einer 1:1 Beratung. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis.